Buonasera, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play The Senate, einen Super Mario World ROM Hack. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo in den Hazelnut Forest 2 oder 3 der Secret Exit ist. Aber wir machen jetzt hier weiter in den Cranberry Ruins 2. Wieder ohne Save States und hoffentlich stellen wir uns ein bisschen weniger tollpatschig an als in der letzten Folge. Das war ja wirklich peinlich. Ja, so viel dazu. Also, Moment. Die Folge geht jetzt gerade mal 40 Sekunden circa und ich bin schon in die erste Falle reingetappt, aber mal Spaß beiseite. Das sieht so aus, als könnte man, als wären das Stufen. It's just, dieses Spiel, und dann schreibt der Autor auch noch rein, ja, so viel zum Thema, ja, dieses Spiel ist dafür gemacht, ohne Safety, dass man das ohne Safety, ohne Safety. Toll, jetzt habe ich meinen Popkiller angespuckt. Toll, Moment. So, dieser Hack ist dafür da, dass man den ohne Safe Stage spielen kann. Mhm, toll. So, dann kommt man da wenigstens auch wieder ganz leicht raus. Halleluja, so, dann... Wenn ich später an einem Punkt in dem Level diese selben Treppen finde, auf denen ich stehen kann, dann flippe ich. Ja. Das hat ja jetzt wunderbar geklappt. So, die Shell nehme ich jetzt mal mit. Ah. Es fängt geil an. Es fängt geil an. Es fängt einfach nur geil an. Wobei diese Konstellation so ein bisschen aussieht wie an Super Mario Bros. 1. So ganz, ganz leicht. Eben diese... zwei Blocks da. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss jetzt nicht da noch in Details reingehen. Wow, das hat gerade eben böse gelaggt. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe mal ganz kurz die Aufnahme nochmal neu kurz pausiert, aus Unterbrochen wieder angefangen. Damit das jetzt hier nicht in Asynchronität endet. Ich weiß nicht, irgendwie mein PC in letzter Zeit spinnt ein bisschen rum und... Scheiße! Beziehungsweise fängt wieder an rumzuspinnen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Meine Vermutung ist, dass meine CPU zu heiß wird. Und das wäre bei einem i7-3960X etwas unpraktisch. Da ich meine, die CPU definitiv das teuerste ist in diesem PC. Ich meine, ich habe für diese CPU fast 800 Euro bezahlt. Aber gut, wer Leistung haben will, muss leiden, ne? Also ich hoffe jetzt nicht, dass das wirklich damit endet, dass ich hier meine CPU kille. Aber ich werde mir wahrscheinlich mal die Tage auf der Arbeit mir einen neuen Lüfter, eine neue Wasserkühlung bestellen. Lüfter, ich bitte dich. Ich habe seit eh und je eine Wasserkühlung, aus gutem Grund. Nein? Oh, super, ey. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Stirb, so. Gut. Hilfe. So. Also, es wird anspruchsvoll. Ja, das... Toll. Ah, das sieht nach einem Secret Exit aus. Ernsthaft? Ah, geil. Nee. Kann ich denn wieder zurück? Nee, ich kenne nicht zurück. Da war aber ein Schlüsselloch. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn ich jetzt schon direkt das Secret Exit gefunden hätte. Och ja, natürlich. Dieser Hintergrund, dieses Level verwirrt mich ein bisschen. Diese Graphics, die verwirren mich. Man sieht nicht sofort auf den ersten Blick, was eine Plattform ist und was nicht. Also was solid ist und was nicht. Also es ist verwirrend. Ich sag's so, wie es ist, meiner Meinung nach, es ist verwirrend. Ja, klar. Mhm. Alles klar. Da, 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 da. Ich verarsch den Muffy. Ich liebe Spiele, die einen verarschen. Das ist doch eindeutig ein Schlüsselloch. Ah, super.
Okay, also hier oben scheint irgendwie nichts zu sein. Also irgendwie entweder bin ich am Schlüssel vorbeigelaufen oder... Oder ich habe ihn einfach echt nicht gesehen. Das sieht wie ein Trampolin aus. Aha! Eben habe ich es doch noch... Ah, siehste? Ha! Oh, Hilfe, geh weg. Nein, du wirst mir jetzt nicht in meine Tour vermiesen. Ich hab's dir gesagt. Du wirst mir nicht meine Tour vermiesen. Ich wusste doch, dass ich mir dieses Schlüsselloch nicht eingebildet habe. Moment. So. Und geschafft. Secret Exit gefunden. Das ist doch schon mal was. Dab, dab, da, dam. Und, oh, noch ein Level mit Secret Exit. Canberry Ruins A. So, und jetzt... Och, jetzt erzähl mir nicht, ich bin schon wieder ganz am Anfang. Stimmt ja. Das ist uralte SM... Fuck! Machen wir anders. Das machen wir jetzt anders. So. Das Spiel sagt fuck you zu mir. Jetzt sage ich mal fuck you zu dir, Scheißspiel. Es lebe die Start- und Select-Option von Super Mario World. Und ganz ehrlich, die nutze ich jetzt auch ganz radikal aus. Und da fühle ich mich auch nicht schlecht bei. Hoch, wo komme ich jetzt hin? Ach, das war mit dieser Münze da. Ja, das brauche ich nicht. Das ist mir egal. Aber da sage ich jetzt wirklich ganz knallhart und radikal fuck you to Spiel. Ja, ist ja nicht so, dass ich den Koopa da gerade getroffen habe. So, das macht's nämlich erheblich einfacher. So. Haha, nix da. Ich habe die Feuerblume of Doom bei mir. Ihr werdet keine Chance haben gegen mich. So. So, aber... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die Graphics, die sehen ja wirklich schon bombastisch aus. Also das muss man ihm ja wirklich lernen. Das hat er richtig gut gemacht, ja. Das sieht man schon, dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat mit dem Hack. Aber was gar nicht geht, ist das... dass man nicht unterscheiden kann, was zum Background gehört, ja, und was solid ist, auf dem man stehen kann. Oh. Boah, das war knapp. Ah, das ist das Ziel schon. Hui, 40. 40, das ist gut. Ich finde es aber nicht sehr gut gemacht, dass das, oh, sehr gut, da bin ich immer so schlecht drin. Na, immerhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, 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 da. Ich hätte ja noch einen gekriegt. Hätte ich die Feuerblume mir nicht verhauen. Da, 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 da. Oh Gott, so viele Secret Exits. Also, wenn jedes Level wirklich jetzt ein Secret Exit nur noch ist, dann kommt man wirklich auf die 85 Exits. Hi there, stranger. A ship stranded a while ago, and it blocked the only way through here. We dolphins will guide you through. Hop on. Ein Schiff hat sie blockiert, okay? Da 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 dum 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 da. Wow. So.
Na, Hilfe. Ich will da hoch. What up? Okay, hier gibt es irgendwo einen blauen Scheiterpalast. Und weg mit dir. Ich vermisse irgendwie schon die Musik aus dem Wald. Ein bisschen vermisse ich sie schon. Aber nur ein bisschen. Oh, da ist schon mal der Schlüssel. Das ist schon mal gut. Secret Exit, wo bist du? Bot, 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 bot. Ah, okay. Ich würde sagen, ich muss irgendwo da oben hin. Aber irgendwie komme ich da oben. Ah, doch, jetzt. Soll man auch erstmal einer drauf kommen. Ja, vor allem im wahrsten Sinne des Wortes, da muss. Das ist geil. Geil! Weg mit dir. Och, komm! Jetzt hör mal zu, du kleiner, fetter italienischer Klempner. So. Geht doch. So. Schlüsselloch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich marschiere gerade zum Ziel. Ja, irgendwie schon. Ja, geil. Oh Mann. Dann versuchen wir es nochmal. Ja, das ist sehr gut jetzt. Ich hoffe, dass ich den Schlüssel nochmal kriege irgendwoher. Ja, Pilz! Ah, toll. Ey, das krieg nur ich hin, ne? Das krieg nur ich hin. Also, da ist der Schlüssel. So, ich will jetzt mal was probieren. Komme ich da unten durch? Nein. So, dann müssen wir erstmal schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorhin bei dieser. Da. Ich bin ziemlich sicher, ich bin an dem Schlüssel doch da, da unten ist es doch. Ich trottel, bin da einfach dran vorbeigeschwommen. So. Hätten wir das schon mal geschafft. Wetten, es kommt jetzt noch ein Level mit einem Secret Exit. Oh nein, das ist nur der. Oh, das ist gut, der blaue Scheiterpalast. Congratulations, you found one of four switches. Complete this challenge to press it. Good luck. Wow. Das ist jetzt aber nicht wirklich schwer gewesen, sagen wir es mal so. Ein P-Switch. Wow. Oh nee. Ahaha, scheiße. Ich hätte nicht drücken sollen. Ich hab das Ding doch abgesch... Toll. Geil. Ich bitte wirklich jemanden, dass einer einen Death Counter hier einführt für dieses Video. Bin ich definitiv dafür. Ich meine, es ist schon ziemlich spät am Abend. Deswegen werde ich jetzt auf weitere Beleidigungen jeglicher Art verzichten, aber. Na komm. Und tschüss. Wer braucht schon Wolken? Wer braucht schon Wolken? Da, 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 da. So.
Toll. Entweder den Pilz oder den P-Switch. Das ist geil. Super. Und geschafft. Did you find the previous one? Ich hoffe, er meint den gelben. Ich hoffe es wirklich. Ich will wirklich hoffen, dass er den gelben meint. Weil den habe ich, ja. So, und dann würde ich sagen, ich belasse es jetzt hier bei dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dem Senat wieder auf den Piss gehen. Also, macht's gut, Freunde. Bis dahin.